So, und willkommen zurück zu Let's Play Mario Luigi Abenteuer Bowser. Wir sind hier im Wald, wo wir gerade Bäume am Abfackeln sind. Natürlich. Und so lustige Baumgegner-Plastiketten. Ja, und jetzt wollen wir natürlich weiter durchgucken. Unser Ziel ist... Wow. Und jetzt? Ach so, wahrscheinlich muss ich mir das merken, dann kommt nachher so ein Rätsel, wo man das... Menschen für mich! Das ist aber nett. Ah ja. Wow. Mach dich aus dem Staub. Du bist aber auch schnell. Okay. Danke. Na, hier ist nichts, aber ich gucke echt einmal hier oben. Haha. Wow. Hier ist ja so viel. Komme ich nicht dran, verdammt. Also kann ich hier wahrscheinlich auch mit Mario Luigi ab. Später auch nochmal hin. Denn da ist wieder so ein... Ich glaube, so ein Puzzle gewesen für Spezialfähigkeiten. Ach du schon wieder? Blockdöckchen. Aussitz. Du verjagst uns die Kunden. Ah, wer daher? Das Schicksal hat uns erneut zusammengeführt. Was ich hier tue, das kann ich Ihnen sagen. Ich bin jetzt Geschäftsmann. Ich habe hier einen Laden eröffnet, um das Futter für Blockdogge bezahlen zu können. Also wird er, kommen wir zum Geschäftlichen. Sie können Blockdogge ein paar Münzen geben, das ist nämlich dein Lieblingsfresschen. Ja, Blockdogge, die magst du. Geben die ihm genug und er gibt ihnen Bekleidung vielleicht. Doch, hier nimm. Oh. Tolle Hörner. Das sind vielleicht ein paar Hörner. Dafür kriegst du eine Bonuskarte. Bullkarte. Ja. Auf geht's. Hier ist Bullkarte. Gib's nach dem Einkaufen. Feld freirubbeln. Gewonnen. Jetzt gibt's was vom Einkaufspreis zurück. Alles klar, verstanden? Ja. Einkaufen, Karten nicht vergessen. Nee. Sind ja alle schlecht. Sind ja schlechter, die ich habe. Oh, muss ich jetzt weinen? Was hast du? Nein, dir. So. Wie kann ich Ihnen helfen? Items werben. Was hast du denn? Kaufen. Keule. 80 für das P. Keule haben wir noch genug. Davon kaufe ich mal. 10. Wir haben genug Geld.
Sirup haben wir auch genug. Ja. Ach so, muss ich jetzt mit der Maus machen. Der dritte Preis, Glückwunsch. Ich wäre Ihnen somit 10 Punkte danach auf den Einkauf. Ja. Dafür im Besuch bei Angie uns wieder. Angie! Bitte Angie! Was? Hä? Was denn noch? Sie sind so stark und gleichzeitig großmütig. Ich will Sie meinen Gefallen bitten. Jetzt komm. Ich bin beschäftigt. Spuckst schon aus. Gut, dann lassen Sie mich es in aller Kürze erklären. Wie Sie wissen, bin ich ein großer Blocksammler. Mein Name ist in der Blocksammler-Szene sehr bekannt. Aber es gibt Blöcke, die mir in meiner Sammlung noch fehlen. Und zwar die Blockarten. Die sehen so aus. Ist ein Modell, das ich gebastelt habe. Im Original sind die noch viel niedlicher. Ich brauche diese Blockarten. Ich möchte die als Maskottchen für meinen Laden. Hörst du, Blockarten sind die Zukunft. Bitte bringen sie mir Blockarten. Ich habe mich von einem begeisterten Blockarten hinreißen lassen. Blockarten, sie werden mir helfen, ich spüre es. Soll ich mehr erklären? Noch mehr? Sehr schön, sie sind ganz nach meinem Geschmack, werter Herr. Dann teile ich noch einmal ein bisschen von Blockarten mit Ihnen. Ja, ich muss ja wissen, wo man die bekommt. Blockarten gehören zu den seltenen Blöcke. Sie sind süß, sie sind knuffig, ich brauche sie als Aushängeschild. Es gibt 15 von ihnen, die sind überall im Pilzkönigreich verstreut. Okay. Wo sind sie? Tja, sie stecken in Monstern. Da bringt mich nicht in mystische Lage. Ich will die haben, aber ich bin kein Kämpfer Natur. Warum stecken Blockarten nur in Monstern? Wie man die da rausbekommt, man muss sie heraussaugen. Das ist alles. Setzen Sie den Balkonblock ein. So können Sie die Blockarten aus dem kritischen Monster befreien. Wenn die jemand retten kann, dann Sie weiter her mit Ihrem Balkonblock. Bringen Sie alle gefundenen Blockarten bitte zu mir. Natürlich sollten Sie das nicht umsonst tun. Als Belohnung wirkt seltene Bekleidung, die es Ihnen keinen Laden zu kaufen gibt. Aber warten Sie, das ist nicht alles. Wenn die alle gefunden haben, dann leihe ich ihnen meine kleine Blockdogge. Genau, sie dürfen dann meinen Hund ausführen. Das erlaube ich nicht jedem. Ist nicht wirklich, er ist wirklich wild. Er hat Monster zu fressen gern. Er ist so stark und gut aussehend. Er will für sie kämpfen, diese süße kleine Dinge. Also quasi kriege ich ein zusätzliches Partymitglied. Ich verlasse mich auf sie. Woher weiß ich, ob ein Monster das jetzt hat oder nicht? Ne, kann man nicht kaputt machen. Einfach ausprobieren. Waldrand. Ah, Baum. Gerade schon. Oh, große Blöcke zu kaputt machen. Bowser mag kaputt machen. Oh yeah.
Nee, da kommt er nicht durch. Ja, für ist er zu groß. Also, mal ausprobieren. Block Art gefunden. Hier für dich. Ne. Ach komm, seid ihr schnell am Arsch. Hier für dich. Tch. Fail. Aber egal. Hier könnt auch noch ein paar auf den Deckel. Aber mit Faust drauf und macht mehr Spaß. Yay, Level Up. Ne, kein Level Up. Die dürfen ja nicht mal keine mehr haben. Oder? Ja, falsche Taste. Hier für dich. Nerv dich. Nerv dich. So, das ist für dich eine Faust. Eine Faust voller Liebe. Und eine, oh, eine Keule. Oh, Keule. Wieder Wecker. Ich laufe einfach zurück, weil ich glaube, hier könnte doch der richtige Weg sein. Da können wir ja mal das erste Vieh abgeben. Vor allem wollte ich auch gucken, was hier rechts ist. Oh, eine Sackgasse. Und, okay, hier kommen wir auch noch ein bisschen weiter. Hier. Als mein Antwortbaum. Okay. Oh, ich dachte, die habt da etwas für mich. Vielen Dank. Danke, hier, Mietz, Mietz. Ich verlasse mich auf sie. Wie kann ich ihnen helfen? Ach, nichts. Danke für ihr Besuch. Wären sie uns bald wieder. Haben wir noch irgendwie hier so ein Menü vor Blockarzt? Ne, oder Info vielleicht? Der läuft und der rennt hier schon, ey. Vielleicht unter. Ne, schade, ich wollte leider keine Liste, wo man, also wie viel man vielleicht eventuell schon hat oder so. Nee, dann gibt es hier nichts mehr. Dann müssen wir doch jetzt hier lang. Okay. Also ich denke mal, die werden nicht alle bei den gleichen Monster sein. Wäre ja schwachsinnig. Es gibt 15 Stück. Eins haben wir. Ja, alle verkokeln. Denn hier könnte ja auch mein Teleporter versteckt sein. Toll. Eine Fläche, wo ich nicht hoch kann. Und doch, kann ich wohl. Ach, wie schön. Yeah. What the fuck? Das war geil.
Das fand ich cool. Das fand ich echt genial, die Idee. Und was gibt's? Oder haben die dann immer... Oh, ich bitte wieder normal. Nee, nicht nochmal. Wow. Warum kann ich gerade auf einmal so viel Feuer spucken? So viel Schaden auf einmal machen, das war geil. Halt die Schnauze. Ne? Richtig ein. Ey, ich hab geschlagen, also. Schnauze. Oh, hast. Bist du angeguckt? Aber gut, geht das dann mehrmals. Soll mir recht sein, macht schön Schaden. Feuer ist schon toll. Ich mag Feuer. Gut ist sogar so gesehen besser als exzellent, oder? Aua! Er sagt das. Hey, nicht schubsen. Was? Hä? Gumbas, pass auf! Hilfe! Ich krieg keine Luft. Ich will nach Hause. Hey, ihr da! Was macht ihr da? Meine Fessel ist in Gefahr. Und ihr faulenzt. König Bowser! König Bowser, König Bowser! Ich sehe nichts. Den Fuß weg. König Bowser! Eure Großzügigkeit hilft uns! Gut, herzlichkeit hilft uns! So eine Gestalt namens Krankfield hat die Festung erobert. Er hat uns in diesen Käfig gesperrt und einfach hier abgestellt. Was? Ihr habt sich einfach in den Käfig stecken lassen? Ihr sollt Vorstoß mit jedem Feind geradewegs vor den Füßen marschieren. Das ist eure Aufgabe. Wir haben das doch geübt. Es geschah also plötzlich. Wir schämen uns sehr eure Enttäuschtheit. Enttäuscht? Da könnt ihr drauf wetten, wir haben die anderen geschlagen. Sagt nicht, dass die auch noch einfach besiegt worden sind. Sieht ganz so aus. Ihr seid solche Flaschen. Kein Wunder, dass Mario euch immer platt macht. Platt macht das Wort wirklich. Es tut uns aufrichtig leid, eure Zornigkeit. Ihr kommt jetzt mit und dann wird knallhart trainiert. Vielen Dank. Aber wie kämen wir von dieser Insel weg? Ich baue jetzt eine Brücke oder so. Denn ich packe Probleme an. Ich setze mich nicht einfach in den Käfig und maule. Wie nett du doch sein kannst. Ah, Bowser. Also wenn wir jetzt deine Leutchens abholen. Ich will Bäume abfackeln. Da hoffe ich, dass ich einen Teleporter finde. Muss meine Kumpas helfen. Musst du das?
Vielleicht kann ich als Brücke nehmen. Ah, jetzt sind wir wieder dran. Aber weiter geht's dann im nächsten Part mit Mario Luigi Abenteuer Bowser. Bis dann. Tschüss.